Spionage durch TikTok? Egal, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber Achtung, mal wieder gibt es Spionagevorwürfe gegen TikTok. Angeblich kann die App all eure Tastenanschläge erfassen. Warum dies ein Problem für euch darstellen könnte und wie ihr euch davor schützen könnt, das erfahrt ihr jetzt im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Themen rund um das Medienrecht interessieren, dann lasst gern ein Abo für meinen Kanal da. TikTok, wir kennen es alle. Die einen, die lieben es und die anderen verachten es. Und jeder, der es kennt, wird in den vergangenen Jahren von immer neuen Spionagevorwürfen gehört haben. Im aktuellen Fall wird der chinesischen Social-Media-Plattform vorgeworfen, die Eingaben ihrer Nutzer im In-App-Browser über ein JavaScript abzugreifen. So könnte TikTok an Passwörter und Kreditkartendaten gelangen. Es sei zur Fehlersuche, Fehlerbehebung und Leistungsüberwachung, sagte ein Pressesprecher der Plattform. Daten würden nicht erhoben. Wie schon öfter bei TikTok wird eine Debug-Funktion als Grund angegeben. Ob und wenn ja, in welchem Umfang Daten erhoben und verarbeitet werden, lässt sich nicht überprüfen. Hier geht es angeblich nur darum, ein optimales Nutzererlebnis zu schaffen. Mancher stellt sich nun vielleicht die Frage, welche juristische Relevanz hinter dieser Schlagzeile stecken mag. Die Antwort hat der Gesetzgeber im Jahr 2018 mit dem Inkrafttreten der DSGVO gegeben. Nutzen wir also den aktuellen Anlass und schauen uns ganz grundsätzlich Schutzgegenstand, Zweck und rechtspolitische Bedeutung des europäischen Datenschutzrechts an diesem Beispiel an. Historisch beruht die Idee des Schutzes personenbezogener Daten auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was schon im Jahr 1983 gefällt wurde. In diesem wurde zum allerersten Mal das Grundrecht der sogenannten informationellen Selbstbestimmung als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde entwickelt. Hintergrund dessen ist also der Gedanke, dass jedes Individuum, jede natürliche Person autonom über die Verwendung der sie selbst betreffenden Daten bestimmen soll. Wir haben uns damit die Definition des modernen Datenschutzes bereits fast zur Gänze erarbeitet. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Und unter Verarbeitung fallen quasi sämtliche Vorgänge, die mit diesen Daten durchgeführt werden können. Das ist das Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, durch Übermitteln, Verbreiten, Bereitstellen, Abgleichen, Verknüpfen, Löschen, Vernichten etc. pp. Und vielleicht wird euch jetzt bewusst, welcher ungemeiner Sprengstoff in den Vorwürfen gegen TikTok liegen mag und welche große Bedeutung dieser datenschutzrechtliche Eingriff in euer Persönlichkeitsrecht, auch in euer Intimsrecht darstellen könnte. In diesem Fall geht es also nicht nur um Zugangsdaten, Passwörter, Kreditkartendaten, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das komplette Volumen bliebe für den Nutzer unüberschaubar. Vielmehr werden alle eure Suchanfragen und damit persönlichen Interessen und Gedanken offenbar. Es können Tastatur- und Tippprofile erstellt werden, häufige Schreibfehler ermittelt, charakteristische Tastenanschläge erkannt und persönliche Wünsche gespeichert werden. Wenn all diese Informationen verknüpft werden, besteht die Möglichkeit, beeindruckend genaue Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Es steht natürlich jedem frei, diese Daten zu teilen, beispielsweise um dadurch tatsächlich zur App-Entwicklung und Fehlerbehebung beizutragen oder tatsächlich oder vermeintlich kostenlose Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Seid euch allerdings dessen bewusst, dass das Teilen eurer personenbezogenen Daten, das Offenlegen eines Teils eurer Persönlichkeit, eurer Intimsphäre ist, die ihr oft großen Konzernen zu deren Vorteil bei der Kommerzialisierung gewährt. Indes lässt sich für uns hier an dieser Stelle eine Sache leider nicht mit Bestimmtheit ermitteln: die Legalität dieses von TikTok genutzten Skripts. Dazu fehlen uns schlicht und ergreifend die sachlichen Anhaltspunkte. Vage Vorwürfe auf der einen, nebulöse Aussagen auf der anderen Seite lassen uns schlicht im Dunkeln, wie genau der Datenabgriff eigentlich läuft. Schützen kann man sich allerdings dennoch. Die einfachste Möglichkeit ist das schlichte Nichtnutzen des In-App-Browsers. Kopiert euch den aufzurufenden Link und fügt ihn in den Browser eures Vertrauens ein. Eine Untersuchung ergab, dass auch Meta, also Instagram und Facebook, ein solches Skript in seinen In-App-Browsern verbaut hat. Hierzu gibt dessen Sprecher an, diesen Code absichtlich entwickelt zu haben, um die Entscheidung der Nutzer über App-Tracking-Transparenz, kurz ATT, auf unseren Plattformen zu respektieren. Übrigens, was es mit diesem ATT-System auf sich hat und warum sich Apple deswegen einem Verfahren gegen das Bundeskartellamt gegenübersieht, das erfahrt ihr in einem unserer folgenden Videos.
Fazit: Personenbezogene Daten sind ein wichtiger Bestandteil unserer Persönlichkeit. Datenschutz ist demnach Persönlichkeitsschutz. Vorwürfe gegen große App-Hersteller wegen Datenabgriffs sollten wir also definitiv ernst nehmen. Essentiell deshalb sind eine gute Kommunikation und Informationen durch die App-Betreiber sowie eine gesellschaftliche Diskussion um den Stellenwert dieses immer bedeutender werdenden Rechts- und Wirtschaftsgutes Big Data. Für alle, die im Übrigen wissen wollen, welche Daten ihr In-App-Browser ausliest, hat der Sicherheitsforscher Felix Krause ein einfach anzuwendendes Tool entwickelt. Dafür müsst ihr einfach diesen Link in dem Browser der App öffnen. Der ist auch nochmal in der Beschreibung zum Video verlinkt. Dann bekommt ihr einen detaillierten Bericht über die injizierten Codeschnipsel. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr keine spannenden Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Weitere spannende Videos zum Thema findet ihr hier. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt unabgegriffen und gesund. Tschüss, bis dahin.